Ich grüße euch, ihr Lieben, zum Monatsorakel für den August 2022. Ja, du hast ja schon dein bestimmtes Sternzeichen angewählt. Du kannst für dich schauen, aber natürlich auch für deinen Partner, für deine Kinder, wie auch immer, ja, auf verschiedene Sternzeichen natürlich schauen. Und ja, ich bin schon gespannt, was sich zeigt für diesen Monat bei den unterschiedlichen Zeichen. Ich wollte nur eben vorneweg wieder noch ein paar Worte sagen, wollte mich auch wieder bedanken. Ich habe wieder meinen Dankestein mit bei allen Zuschauern, bei allen Abonnenten, bei allen Kunden und Klienten. Ein recht herzliches Danke an alle und natürlich auch fürs Zuschauen. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr weiter mit dabei bleibt, wenn ihr auch Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Die Videos natürlich auch bitte gerne liken und teilen und auch kommentieren. Das wäre mir auch ganz wichtig, da würde ich mich sehr darüber freuen und danke an alle, die das schon gemacht haben. Ja, und alles, wo Sie mich erreichen können und meine Empfehlungen und auch die Karten, die ich verwendet habe, das ist wie immer unter dem Video verlinkt in der Infobox. Ich habe aber meine Daten hier auch nochmal hergelegt über die Homepage oder über WhatsApp, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich arbeite sehr lösungsorientiert, wenn ihr Probleme habt oder natürlich auch gerne alles andere. Mit mir kann man eigentlich wirklich über alles sprechen, außer halt, was ich gesetzlich nicht darf, wie zum Beispiel über Krankheiten. Aber sonst, ja, schaue ich gerne alles an mit euch. Ich bin auch über Viversum erreichbar, wenn ihr dort Kunde seid oder Kunde werden wollt. Da könnt ihr mich ganz einfach auch unter bei der Beratersuche unter Claudia Engel finden. Okay, dann legen wir los. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit, eine schöne Zeit und ich hoffe einen nicht zu heißen August. Und ja, genießt die Zeit und wenn ihr in Urlaub fahrt, dann natürlich auch eine schöne Zeit oder auch wenn ihr zu Hause seid und vielleicht euch abkühlen könnt irgendwo. Na gut, dann legen wir jetzt los mit der Legung. Ja, liebe Stiere, jetzt kommt eure Monatslegung für den August. Und ich bin schon gespannt. Ich habe wie immer das große Kartenblatt gelegt mit allen Lenormand-Karten. Und ich schaue hauptsächlich auf die Eckkarten. Und das, was in der Mitte auch liegt. Und dann fangen wir doch an. Und ja, ihr habt leider als erste Karte eine nicht so beliebte Karte. Ihr habt den Fuchs. Ja? Der Fuchs, der ja hauptsächlich für die Falschheit steht, etwas, was nicht ganz so gut passt. Es kann auch für Zweifeln stehen. Aber er kann auch für Schlauheit stehen. Ja? Das darf man nie vergessen. Er wird halt meistens ja mit den nicht so schönen Dingen gedeutet. Aber schauen wir mal, ja, wie sich das bei euch zeigt oder was sich da eben zeigt mit dem Fuchs. Ja, also wie gesagt, das Monat wirklich aufpassen, ja, also ihr braucht jetzt keine Angst haben, aber eben vielleicht mal ein bisschen hinter den Vorhang schauen, ja, ob alles passt, ob alles stimmt und es könnte sich in dem Fall auch wirklich um eine karmische Person handeln. Wir haben hier das Karma-Kreuz und wir haben hier die Schlange und den Hund, also das könnte am ehesten eine Person aus dem Freundeskreis sein, eine Frau, die Schlange ist ja eine Frau, da passt wirklich auf, ja, weil da eben liegt ja quasi die Falschheit drauf. Vielleicht hast du eh schon jemanden im Visier, ja, dass du irgendeine Freundin hast, wo du dir nicht ganz sicher bist und dir auch denkst, ja, ich weiß nicht, ob mit der was stimmt, ja, dann wirklich aufpassen. Und da wirklich vielleicht ja mehrmals genauer hinschauen. Ja, das wäre so mein Tipp dazu. Du musst jetzt nicht panisch deinen ganzen Freundeskreis durchgehen. Oh, wer könnte da falsch sein? Sondern ich würde sagen, das weißt du dann schon. Ja, da hast du schon jemanden im Verdacht. Und das Ganze ist halt karmisch, beziehungsweise auch eine karmische Auflösung. Wir haben in der nächsten Eckkarte haben wir den Park, der ja für die Öffentlichkeit steht, kann auch für ein Amt stehen, weil der Turm ja auch das Amt ist und mit der Öffentlichkeitskarte oder aber auch für, falls du selbstständig bist, dann wäre es auch so die eigene Firma, ja, dass du da
dass es da irgendwas gibt, aber das liegt ja sehr positiv eigentlich. Wir haben hier den Bären auch und den Mond. Also solltest du eine eigene Firma, eine eigene Selbstständigkeit haben, dann schaut das im August sehr, sehr schön aus, ja. Ein schöner Erfolg kommt auf dich zu mit der Firma. Vielleicht ist es aber auch gar nicht eine Freundin. Es könnte auch sein, dass du irgendwie eine Angestellte hast oder auch, falls du nicht selbstständig bist, ne? Vielleicht auch, weil die Frau liegt ja auch hier am Anker, der ja auch für den Beruf steht, dass es eine Arbeitskollegin oder eine Chefin ist. Man kann ja auch befreundet sein mit Arbeitskollegen und Chefs oder Chefinnen, dass das wirklich doch aus dem Arbeitsbereich kommt. Das wird sich aber dann eben für dich klären und besser werden. Und schau, du hast ja hier das Herz, die Liebe mit dem Storch, die positiven Veränderungen. Und das beziehe ich auch gleich mal auf die Beziehungskarte und auf den Bären. Also da könnte wirklich auch jemand Neues in dein Leben treten, über die Öffentlichkeit, über das Amt vielleicht auch, ja. Vielleicht bist du irgendwo bei einem Amt oder hast was zu tun, oder es könnte auch der Bär steht ja auch für Notar, für Rechtsanwalt und so weiter, dass du dich wirklich, ja, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber wenn es so liegt, dann sage ich es auch, in deinen Rechtsanwalt verliebst, ja, und er in dich. Also das wäre alles möglich, weil das eben hier so mit den positiven Veränderungen an der Liebe steht und wir eben auch noch die Beziehungskarte hier haben. Also da, von der Liebe her, ist es ganz schön, ja, und da haben wir ja noch den Sommer liegen, August ist ja noch Sommer, also die kurze Zeit, also liebesmäßig können ganz schnell jetzt, ja, positive Veränderungen bei dir eintreten, dass du eben jemanden kennenlernst, ne? Vielleicht auch eben über die Arbeit, wenn es jetzt wirklich das deine selbstständige Arbeit ist, deine Firma, dann könnte es eben entweder auch ein Mitarbeiter sein, ein Kunde oder vielleicht hast du auch einen Rechtsanwalt in Auftrag für deine Firma. Da könnte sich etwas entwickeln, ja, etwas Privates sozusagen. Vielleicht klingelt es bei dir eh schon im Kopf, dann würde ich mich sehr freuen. Könntest du natürlich auch gerne ein Feedback geben, das finde ich sehr, eine sehr spannende Geschichte hier. Das ist mal ganz was anderes, ja. Sehr interessant. Ja, und dann haben wir hier die Lilien. Die Lilien, die für die Sexualität stehen, aber auch für die Familie. Und ich denke mir halt, etwas geht bei dir in den Verlust, was eine Beziehung betrifft. Da, ja, denn der Reiter, den kann man ja auch als Beziehungsperson nehmen. Entweder geht hier jemand, jüngerer, oder es kommt hier noch jemand, ja. Also da ist auch beides drinnen. Kann natürlich auch für eine Frau stehen, wenn es bei dir um eine Frau geht als Partnerin. Mit der Sense, die schlagt da rein in die Wege. Also es kürzen sich jetzt Wege ab. Also es könnte auch wirklich sein, dass im August, auch wenn du in einer Partnerschaft bist, andere Partner auf dich zukommen. Also wenn man eh glücklich ist in der Beziehung, dann ja, dann wird das auch nichts werden. Aber es kann auch sein, dass du in deiner Beziehung nicht mehr so glücklich bist, dass du dir eben denkst, vielleicht auch die Beziehung zu beenden oder wie auch immer, weil das, ja, das wäre ja die Beendigung einer Beziehung auch oder die Transformation. Natürlich kann sich's auch positiv verändern, aber ich fühle hier eher so die Beendigung und dass du wirklich auch mehrere Kandidaten hast. Ja, hier haben wir dann die Hauptpersonen, Partnerkarte. Also ja, es ist eher so auch bei dir ein Liebesmonat, also dass hier auch mehrere Personen auftauchen oder schon da sind und du eben dann auch die Entscheidung treffen willst, weil die Blumen stehen ja für das Date, Treffen, Gespräche mit einer Person, ne? Also ja, und du wendest dich hier eigentlich schon ab, ja. Also wenn du aktuell noch in einer Beziehung bist, wo es aber nicht gut läuft, dann würde ich schon sagen, könnte es sein, dass sich das jetzt ändern wird in dem Sinn, dass du die Beziehung verlässt und auch wirklich schon bald in was Neues reingehst, ja, obwohl das ja viele nicht wollen oder oft gesagt wird, naja, aber jetzt will ich da mal ein Ende haben und mal, aber es ist immer meistens so, wie man es nicht will, ja, also insofern lass es auf dich zukommen. Ja, und die letzte Karte, da haben wir den Brief und da sind wir wieder bei der Arbeit, ja. Also Nachrichten, vielleicht auch welche, die dich sehr nervös machen und aufregen und da ist auch das Geheimnis, aber es wird sich aufdecken, ne? Also du wirst vielleicht irgendwas erfahren am Arbeitsplatz, ja, vielleicht eben auch, dass irgendeine Person geht, dass jemand weggeht, dass du endlich Ruhe hast, ja, von einer, ja, nicht so beliebten Kollegin oder wie auch immer, oder ein Kunde geht weg, wenn du selbstständig bist, den du vielleicht nicht so magst, ne? Das wäre alles möglich. Also irgendwas regt dich auf, aber im Prinzip ist es dann eine positive Aufregung. Das ist ja schon mal gut. Und eben da kommen Nachrichten über das Ganze, ne?
Ja, da liegt ja die Partnerkarte, also wenn du in einer Partnerschaft bist, Partner, Partnerin, da liegt das Glück und der Neubeginn, aber ich glaube, du hast wirklich ein Problem. Und da ist ja auch die Wolken, ne? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass dein Partner oder Partnerin eben noch zufrieden ist, vielleicht auch gar nicht merkt, dass da einiges nicht mehr stimmt und ja, so sein eigenes Süppchen kocht und eben du gehst schon bald neue, andere Wege. Es tut sich da für dich einiges auf, ja, was dich vielleicht auch überraschen wird, ne, was die Beziehungen betrifft. Aber du hast eben, ja, hier auch mit dem Schiff, dann haben wir das Kleeblatt, die Wolken und die Sense. Ne? Also es ist zwar die Sense schlagt da rein, aber ich würde mal sagen, oder plötzliche Klarheit, weil da ist ja die Seite, die helle, plötzliche Klarheit könnte kommen, vielleicht eben, dass du gehen sollst. Oder eben was verändern sollst, in welchem Bereich jetzt auch immer. Das würde Glück bringen, das soll schnell gehen. Gut, wir haben es ja auch in der Nähe von der Liebe liegen. Also es wird wahrscheinlich eher am ehesten sich da auch alles so um die Liebe drehen bei dir. Es war auch bei den Widdern so ein bisschen, also auch bei den Stieren jetzt. Ja, wird ein interessantes Monat werden. Du hast ja auch das Geld am Haus liegen, also du kannst mit finanziellen Zuschüssen rechnen, etwas kommt. Was sehe ich da nicht? Ja, also es, bei der Reisekarte, es geht langsam und es ist ja auch das Kind, das ist das kleine Geld. Aber ich habe so das Gefühl, es geht hier um Wachstum, weil dann ist auch das große Glück. Also finanziell, ja, vielleicht geht diese Person auch dir finanziell, also dass die dich auch irgendwie finanziell schädigt oder eben nicht so, ja, oh ja, doch schädigt. Ich würde schon sagen, weil mit dem Fuchs da, also du musst da wirklich die Augen aufmachen, ja. Wer ist das? Und wenn du eben jemanden im Verdacht hast, eine Person, die dir schadet oder wo du nicht gut klarkommst, dann solltest du das mal weiterverfolgen, ne? Und mal wirklich beobachten und schauen, ja, dich zu befreien von dieser Person, ne? Ja, und beruflich haben wir eben den Stress liegen, aber ja, es dürften wirklich so Nachrichten kommen, ne? Weil du hast auch die größte Glückskarte da, ja? Also es ist der Stress, aber auch die Glückskarte. Und ich habe wirklich das Gefühl, es hat damit zu tun, dass eine Person geht, eben, die dir schadet, die du nicht magst, wo du nicht klarkommst. Und das wird besser, weil du hast eben das höchste Glück da liegen, ne? Also beruflich schaut gut aus, Liebe schaut gut aus und Geld kommt auch ins Wachstum, ne? Und du selber liegst am Haus vom Kreuz. Also das sind auch so schicksalshafte Begegnungen, die du vielleicht jetzt hast mit Personen, eben wo es aber um Beziehung geht oder mit denen du in eine Beziehung gehen möchtest. Und du schaust aber auch in die Blumen rein, den Genuss, ne? Also es ist schon noch eine schöne Zeit, ja, wo du vielleicht wirklich viel angeflirtet wirst oder eben auch selber flirtest und ja, vielleicht auf die eine oder andere Party gehst, einfach auch, weil Blumen ist immer das Schöne, ja, und das Genießen, wenn du gerne auf Partys gehst, natürlich, und einfach ausgehen und genießen und schauen, ja, schauen, was das Leben dir so reinspült. Na gut, dann wünsche ich euch eine schöne, schöne Zeit und sag bis zum nächsten Video. Alles Liebe. Tschüss, Baba.